Hallo und willkommen zum heutigen Let's Play Attack of the BT, wieder mit dem Benny. Jo. Hallo, der ist leider gerade auf dem Mond, also wir sind momentan immer noch wie in der letzten Aufnahmesession hier unten alleine. Der wurde abgestellt zum Meteoriten sammeln. Hey, wir sind nur die Harten kommen in den Garten, deswegen... Ja, ja. Irgendeine muss ja die Drecksarbeit machen. Weil der kleine Christian sich alleine nicht traut. Von wegen. Ich mal, wie viel ich jetzt drin habe in der Kiste. Oh Gott, die ist voll. Wow. Wie warst du denn jetzt? 20. Ja, geht doch. Läuft doch recht. Reicht aber noch nicht ganz. Nee, noch nicht ganz. Ja, wir müssen ja auch ein bisschen mehr mitnehmen, weil ich will halt irgendwann auch meine Luftschleuse und so einen Scheiß bauen, weißt du? Zumindest haben wir ja jetzt auf dem Mond gelernt, dann können wir dann auf dem Mars ein bisschen anders agieren. Na, aber wir haben jetzt auf dem Mond haben wir uns jetzt ein bisschen was angewöhnt. Und das können wir dann auf dem Mars voll umsetzen. So. Also wir haben jetzt fast 2 Stacks Bronzeplatten. Jetzt wäre jetzt nur den Müll, der hier nicht reingehört, erstmal hier raussortieren, weil das ganze Zeug gehört nämlich alles nicht rein. Und das da oben? Das ist ja gut, davon nehme ich was mit, das muss ich dir zeigen. Hä? Ich habe was Lustiges gefunden. Was Lustiges? Ja. Na, bring mit. Für lustige Sachen bin ich immer offen. Hier oben gibt's Blumen! Was? Auf dem Mond. Hasenglöckchen, ja! Ich schwöre. Ich schwöre. Okay. Bin hier. Ja, okay. Hä? Fail. Fail? Warum? Bin ein Loch reingefallen. Lol. Blöde Mann. So. Ich habe einfach schnell einen Stein abgebaut und bin dann hochgehüpft. Was ich halt bloß echt schrecklich finde, ist, dass du auf dem Mond so sauschnell die Orientierung verlieren kannst. Ja, musst du halt mal ein Ding machen, einen Wegpunkt. Ich habe da die Punkte, wo ich draufgegangen bin. Ich habe halt die Punkte. Was, bist du auf dem Mond auch schon gestorben? Ja. Also ich nicht, aber du. Na, dann siehst du meine... Oder habe ich die Punkte geschert? Weiß nicht, ich sehe auf jeden Fall rote Punkte. Hm. Weil der eine Punkt weiß ich auf jeden Fall, wenn ich da hingehe. Weil der... Ach nee, das stimmt, der eine Punkt ist deine Absturzstelle. Deswegen weiß ich immer, da wo der Punkt ist, da kann ich dann hingehen. Ah. Da komme ich dann immer wieder zurück. Jump, jump. Jump. Also ich habe uns in der Zeit noch einen neuen Electronic Kompressor gebaut. Ja man, Kompressor. So. Ja, wegen hier weißt schon. Da kann man nämlich hier noch ein wenig schneller produzieren. Zack. Ich hüpfe rum wie ein Gummibärchen auf LSD. Gummibärchen auf LSD? So. Was würde ich jetzt für ein Jetpack geben? Ja, das gibt's ja leider nicht. die Kante durchjagen. Yeah. Das gibt's ja leider nicht. So, jetzt produzieren wir unten alle die Scheißplatten. Mir egal, Mann, ich hüpf durch den Mond. So, den Scheiß müssen wir gleich noch hier aussortieren. Brauchen wir nicht mehr. Soll ich auch gleich Heavy Duty Blades machen? Ja, ne? Am besten. Alter, das ist vielleicht noch ewig hier oben. So, jetzt, dass ich jetzt möglichst viel krieg hier. Ja klar, bring damit. Ne, halt, ich meine es bloß hier gerade, ob ich jetzt hier auch schon Heavy Duty Blades bauen soll. Mach halt. Mach ich jetzt auch gerade. Wenn wir sie brauchen, dann brauchst du doch gleich. Bin doch schon dabei. Okay, also da ist jetzt gerade hier weit und breit. Ah, da ist noch einer. Nein, du.
Ja, kannst dich verstecken in so einem Loch, der Drecksack. Ich baue die Öle falsch um, die Platten. Hä, wieso kriegst du keinen Strom? Hä? Ah, jetzt, ich glaube, jetzt ist schon irgendwo ein Strombug drin in meinem System. Dann kann ich mal die Lage checken. Nachdem ich im Bett war. So. Du wirst halt irgendwann echt Minecraft-Elektriker. Ja, ich könnte mittlerweile voller Elektriker sein in Minecraft. Oh. Hier ist noch so ein kleiner. Oh, das. Jo, jetzt hier. Hä? Was denn? Ich habe ein Dorf gefunden auf dem Mond. Ich hab was? Ein Dorf gefunden auf dem Mond. Ein Dorf auf dem Mond? Das sind Dorfbewohner. Lol. Da gibt's auch Dörfer da oben, das ist ja cool. Ja, jetzt ohne Mist, hier gibt's ein Dorf. Was checken die denn? Weiß ich nicht, ich habe noch keinen gesprochen. Ich habe Angst, dass die mich hauen. Nein, sag einfach hier E.T. nach Haus telefonieren. Das geht immer. Ich klatsch so einen um. Ich klatsch so einen um. Ah, ich glaube, da ist schon mal so ein Ding gewachsen. Alien-Dorfbewohner. Man kann mit denen gar nicht reden. Das ist ja doof. Alien-Dorfbewohner. Lol. Aber ich hab ein Alien-Dorfbewohner jetzt bei mir in der Liste. Ich kann mich zu einem verwandeln. Das ist cool. Ja. Baumsetzlinge, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir gar keine mitnehmen brauchen, ne? Ach, die verchecken wo Baumsetzlinge? Ne, aber die haben da welche angepflanzt. Achso. Die haben sogar Wasser hier. Aha. Die haben sogar einen Brunnen hier. Schau mal in denen ihre Häuser, vielleicht haben die auch so ein bisschen elektrische Sachen und so eine elektrische Schleuse oder irgendwie sowas. Also bis jetzt, naja, die brauchen keine Schleuse. Die haben bloß so... Tin-Dekorationsblock? Ja, daraus ist die Raumstation gebaut. Können wir damit was anfangen? Kannst halt bauen damit. Aber vielleicht wieder auseinandernehmen, um Zinn rauszukriegen, geht man nicht? Das weiß ich nicht. Nimm einen mit zu Versuchszwecken. Ja, zum Beispiel. Weil... Hier drin? Ihr habt auch... Die wieder auseinandernehmen kannst, mag ich fast bezweifeln. Ich habe schon 30 Heavy Duty Blades gemacht. Ich bin fleißig, Alter. Fleißig. Das ist ein Zombie. 32 Heavy Duty haben wir jetzt. Was ist denn los? Und in dem Haus rennt ein Creeper. Problem ist halt bloß, ich brauche dann halt irgendwann meine Spitzhacke wieder, weil wir bräuchten dann jetzt langsam auch wieder Aluminium. Ja, ich tu schnell. Sammle noch schnell 2-3 Meteoriten ein, dann komme ich zurück. Jojo. Ich habe jetzt 39 Stück. Also 39 Bahnen. Oh, das ist gut. Das ist gut. Aber ich habe... Das Dorf war jetzt erstmal interessanter. Ja, hallo, das ist ein Dorf. Ja, freilich, das ist freilich normal. Das Dorf müsste, wenn ich es richtig gesehen habe, jetzt südwestlich... Nee. Was die solche südöstlich uns. Ich stelle hier unten mal eine neue Chest hin. So als zwischenzeitlich. Da kommen das die neuen Raketenkomponenten rein. Ja. Weil wenn ich jetzt wieder irgendwo anders hinpacke, dann komme ich dann wieder irgendwo durcheinander. Das ist wieder scheiße. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall Redstone Torches. Haben wir da bestimmt auch noch, oder? Ja, genau, zwei Stück brauchen wir. Oder soll ich gleich drei Raketen bauen? Ich weiß immer nicht, das ist dann... Okay, wir bauen zwei Raketen. Ich baue erstmal zwei und wenn nicht, dann tun wir halt farmen. Ich tue halt gleich schauen, dass ich
Vielleicht mehr Zeug mitnehmen, dass wenn Martin dann kommt. Also, wenn es dann Headset wieder geht oder wie auch immer. So, für die Spitze brauchen wir Heavy Duty Blades. Okay, 3 Stück. Nehmen wir die schon mal raus. Also die Spitze von der Rakete habe ich dann schon mal für beide Raketen. Mhm. So. Gut, die kommt da rein. Die Spitze. Die zwei nehme ich jetzt noch mit und dann mache ich zwei. Was hat er gesagt? 20 Stück brauche ich davon. Also, okay, ich komme nur auf 17. 1, 2, 3. Ja, okay, ich muss aber jetzt schauen, dass ich jetzt schnell mache, weil... Wird's dunkel? Weil. Ja, es geht in Richtung Dunkelheit. Oh, Dunkelheit! Ja. Verrückte Welt. Der Klassiker. Das war so genial. Ich hab immer gewusst, die hat einen an der Klatsche. Nachdem ich das gesehen habe, war mir klar, die hat echt einen an der Klatsche. Verdammt, dann ist da noch einer. Der ist so nah dran. Der geht noch. Der geht noch. So, jetzt machen wir die ersten Großplatten. Ja. Jetzt Johnny Depp immer gesagt, ein Fluch der Karibik. Nimm mit, was du kriegen kannst und gib nichts wieder her. Ach so, wir haben schon Heavy Duty Blades 2 draus gemacht. Ah. Okay, also da brauchen wir auf jeden Fall 20 von. So, dann hätten wir nämlich die. So, für den Booster brauchen wir Meteoric Iron. Gelbe Wolle. Alter. Ja, wir brauchen gelbe Wolle. Ja, ich brauche gelbe Farbe. Haben wir gelben Farbstoff da? Boah, keine Ahnung. Gelb. Wenn ich mir so eine gelbe Blume suchen. Jo, wir haben gelben Farbstoff. Ja, bisschen. Wir haben doch alles da, Mann. Wir haben doch ein astrein sortiertes Lager. Ich brauche halt nur noch die Meteoric Iron. Zu Hause, ich komme. Wie habe ich jetzt noch? Ah, okay. Eine Flasche auch noch Setting laden. Ja, meine müssten dann irgendwann auch mal wieder geladen werden. Aber das kann man machen, wenn wir sich mal hochfliegen. So, machen wir jetzt mal gelbe Wolle. Gelbe Wolle. Braucht das Land, war? Yeah. So. Okay. Gelbe Wolle hätten wir. Ich baue jetzt nämlich hier gerade die Feststoffbooster. So, Heavy Duty Blade. Und zwei ist noch Sprit drin. Das haben wir. Oxygen Vent ist eigentlich auch relativ easy zu bauen. Okay, jetzt habe ich noch ca. 10 Minuten Zeit. Tin. Compressed Iron. Ja. Sprich mit mir. Wie los? Nicht genug. Wie nicht genug Energie? Wie nicht genug Energie? Diese Scheiß. Sauerstoffverteiler kriegt keinen Strom. Dann ist er bestimmt der Strom um Buggy. Nee, oder? Ja, du hast ja jetzt noch Sauerstoff drin, oder? Komm runter, ich flieg nachher auch nochmal hoch. Ich schau's mir nachher an. Ist bestimmt oben der Stromkreislauf mit dem Buggy. Das passiert irgendwie bei den Redstone-Dingern immer wieder. Aus welchem Grund auch immer. Komme. So, was wollte ich jetzt? Was wollte ich jetzt hier holen? 9, 8, 7, 6. Was wollte ich jetzt holen? Ach genau, Zinn wollte ich holen. Tin. Wir müssen unbedingt farmen gehen, Alter. Ich bin gleich wieder da. Unbedingt. So. Tin. Oh cool, da draußen ist gerade so ein lila Baum gewachsen. Guck mal, ob er mir lila Sapling da gelassen hat. Nicht, dass das alles ein Trugschluss war. Die wachsen. Ich hab genau einen Stack meteorischer Eisenbahn. Cool. Aber ein Stack ist schon gut. Ich vermehre hier oben gerade unsere lilanen Bäumchen.
irgendwann haben wir hier oben eine komplette lila Plantage stehen. War ich jetzt im Landanflug? Was? Bist du schon am Fallschirm? Mhm. Da kommt er, ich sehe dich. Du, ich überhole gerade meine Kiste. Ich sehe dich. Hallo. Hallo. Hier, da. Yeah. Danke. Wo ist meine Kiste gelandet? Ey, das ist die falsche. Du ja. Schwein. Was? Oh. Ja, okay. Das ist aber deine, stimmt. Da oben liegt sie. Deine hat ja blauen Knauf gehabt. Ja, bist genau richtig gekommen zum Haier machen. Dann hau deinen dein Meteoric Iron schon mal in die Verfeinerung. Muss glaube ich auch brennen, oder? Oder muss es direkt walzen? Okay. Wird gleich gepresst. Also haben wir es gleich in die... In die... Das warte mal, rein, in ja? die... In die linke, genau. Bitte alles hier reinpacken. Ja, ja, mach das. Weil ich bin hier gerade am extrem craften, Alter. Am extrem crafting. Oh, warte gleich. Ich hatte einen harten Flug hin. Ja doch, hast du Jetlag oder was? Ja, aber voll. Ja, vor allem habe ich einen... Vor allem hab ich Jetlag. Bedleg? Bedleg. Lecken. So, yeah. Genau, so die Vents habe ich jetzt schon mal. Weil ich baue nämlich einfach die Rakete jetzt von oben nach unten. So, Heavy Duty Plates 2, die Vents habe ich. Tin Kanister. Brauche ich noch mehr Tin? Tin. Scheiße, ich habe alles Tin jetzt rausgeholt. Fuck. Tin. Oh, ich habe noch einen Tin-Kanister drin. Ideal. Achso, ich brauche jetzt... Ich muss ja immer doppelt denken. Ach, hier muss ich sogar vierfach denken. Und ich habe nur zwei... Ja, guck mal das. Ja? Warte mal. Moment. Ja. Moment. Ich bin gerade im Crafting-Feld. Zack. Ja. Jo, So, den habe ich oben gerade gemobst. Ja, das sind die... Und? Also, das sieht man gar nicht. Cool. Da kann man Blue Dye rausmachen. Hier kannst du hier, das kannst du da rausmachen. Blaue Farbe. Was? Ja. Farbstoff oder was? Ja. Coole Sache. So, was haben wir denn jetzt hier noch an Tin? Okay. Könnte man im Prinzip... Oh, wir haben ja noch Pulverized hin, cool. Raus. So, meine Rakete habe ich da, da haben wir die Abreisekiste. Wo ist sie? Hä? Da war doch mal eine Kiste gestartet für die Abreise, oder? Nein, ja, die Abreisekiste, die haben wir doch damals weggemacht. Jetzt steht hier die Raketenkiste. Passt schon. Nee, ich stelle sie durch. Ja, ist auch am besten aufstellen und auch am besten gleich wieder tanken. Also immer schön voll. Aber mit dem zweiten Kompressor ist echt gut, ne? Das ist eine gute Idee gewesen. Ja. So. Drei Stück brauchen wir noch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Gut, dann hätten wir die Platten auch fertig. Das sind dann die großen, genau. So, jetzt brauche ich Meteoric. Meteoric-Platten. Dann werden der Martin eigentlich einfach so auf dem Mond sollen. Der hätte sich schon zurechtgefunden. Ja, ich habe ja gar nichts gesagt. Es ging mir bloß, es hat mich bloß genervt wegen dem Ding, wegen, dass ich mich selber höre. Der hätte auch bleiben können.
Der kann meinetwegen gerne mit drauf bleiben, kein Problem. Aber wenn ich mich selber höre, ist es kacke, vor allem in der Aufnahme ist es dann kacke. So. Die habe ich, die habe ich, die habe ich, die Wolle habe ich. Heavy Duty Plates brauche ich jetzt noch. Alter, die Feststoffbooster sind halt ganz schön. Alter, wir müssen so extrem aufpassen, dass wir die Rakete diesmal nicht schrotten. Die ist so scheiße teuer. Aber jetzt ist sicher, wir haben Feststoffbooster. Ja. Alter. Du weißt, ich stehe drauf, schnell zu fliegen. Kann du kriegst zwei. Du kriegst zwei. Ey, nix. Also zwei kriegst du. Also, wenn die Rakete schon böse ist, ne? Wie wieder? Willst du die dann noch mit einem kleinen Minecraft-Männchen tragen? Das werden wir dann schon sehen. So, also die Heavy Duty Plates habe ich, die Oxygen Mint habe ich, das habe ich, das habe ich und das habe ich. Okay. Du hast gesagt, unser Haus wäre zu klein. Du hast gesagt, unser Haus wäre zu klein. So optimal ausgefüllt. Ja, passt. Passt, würde ich sagen. So. So, und da die Kanister rein, da oben die gelbe Wolle und unten die vier Teile. 1, 2, 3, 4. Gut. Und ab in die Raketenkiste. Gut, also jetzt haben wir die Nase, haben wir die Feststoffbooster, haben wir die Platten, haben wir. Jetzt brauchen wir die Rocket Fins, dafür brauchen wir Heavy Duty Plates und Compressed Steel. Habe ich alles? Habe ich alles da, Junge. Geht gut voran mit der Rakete. Ja, Moment. Los, Moment. Hopp, 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 hopp. 1, 2. Wieder Monderde, Monddrache, Drachenei. Warum haben wir Dracheneier? Ach Gott, warte mal. Die können wir irgendwas finden. 4, das heißt, wir brauchen davon 8. Okay, das ist natürlich dann teuer. 5 haben wir jetzt, wir brauchen noch mehr Heavy Duty Blades. Das heißt, wir brauchen noch mehr Aluminium. Das heißt, wir müssen meinen gehen, aber das machen wir alles erst im nächsten Part wieder. Darum würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentare sind auch immer gerne gesehen. Und denkt dran, schreibt in die Kommentare eure Minecraft-Namen, lasst ein Like da und wir verewigen euch da oben mit in den Statuen. Und dann würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Bis dahin, ciao!